Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors 2. Ja, ihr habt es ja im vorletzten Video von mir gesehen. Im zweiten Clan haben wir ja den Gegner demoralisiert. So kann man es sagen hier. Ich habe ja schon einige Fights hier gezeigt. Ich glaube, den letzten hier vom Fight. Aber ja, es kam noch einiges danach. Also wirklich, wirklich krasse Sachen hier. Und der Gegner hat auch sowas von stark aufgegeben. Oh, den haben wir schon gehabt. Ah, den habe ich schon gezeigt von Andreas. Ah, da müsst ihr mich entschuldigen. Den habe ich schon gezeigt von Andreas. Dann nehmen wir hier den von Kevin. Kurzer Mini-Break, aber alles live hier, beziehungsweise ich nehme es jetzt gerade ganz, ganz frisch auf. Und warum eigentlich demoralisiert, das sehen wir mal gleich im gegnerischen Clan. Während wir hier den Kevin King bei uns zeigen. Der Kevin King ist übrigens einer der, ja, ich will es mal so sagen, wenigen Vize-Anführern hier im Clan. Der ist fast seit Beginn der Clan-Gründung hier mit dabei und setzt sich hier ja sehr, sehr stark ein. Ist immer irgendwo am Start, ist so ein bisschen helfend an der Stelle. Und ich habe irgendwann mal vorgeschlagen, Mensch, wir müssen auch jemanden anders haben oder zwei andere oder drei andere, keine Ahnung, die hier letztendlich den Clan so ein bisschen leiten, wenn ja, wir Warriors können ja auch nicht ewig. Und deswegen habe ich den Kevin hier irgendwann mal vorgeschlagen. Ist auch schon, nicht gesetztes Alter, aber er ist schon ein bisschen älter. Und deswegen war das eine gute Wahl. Dem hat auch niemand widersprochen. Und deswegen freue ich mich nach wie vor, dass hier die Aktivität hier ja, überhaupt keine Grenzen kennt. Muss man mal so sagen. Und er kommt hier mit dem Golaloon rein. Ja, ich sehe den jetzt auch zum zweiten Mal den Angriff. Also ich wusste schon, dass das hier was wird. Aber schon eine knappe Kiste hier. Der Hund tankt aber noch gut durch. Und er hat natürlich noch massiv Loons hier am Start. Aber ja, ich weiß doch, der Hund ist immer noch dabei am Tanken. Fliegt jetzt, ja, so ein Hund fliegt natürlich Def für Def ab. Also auch die Kanone hier. Und jetzt zieht er aber ganz quer hier übers Feld. Ich mache mal ein bisschen größer. So, dann sehen wir das ein bisschen besser. Und hat jetzt auch noch Glück, dass der erstmal zerplatzt. Denn damit war der Tesla hier ein bisschen abgelenkt von den ganzen Loons. Und die machen jetzt natürlich schön immer ihren Flächenschaden hier. So, dass das hier, ja, das war kein easy peasy 3 Sterne, aber es war schon ein schöner Kampf. So will ich das mal besehen. Also super Sache hier und die Folge hier hat ja vor 2 Tagen eigentlich angefangen und ich schalte gleich mal um, warum ich das immer so sage, dieses Demoralisieren hier. Also der Gegner war dann irgendwann, ja, der war fertig. Das war aber auch unser erster Gegner überhaupt, der unter Level 5 war. Bisher haben wir nur Gegner gehabt, die überhaupt über Clan Level 5 waren. Und dieser Gegner war ja nun Clan Level 2. Wir sind ja auch noch nicht so super weit mit 4, aber ja, so ein bisschen weiter schon. Und deswegen war ich eigentlich der Meinung hier, ja, das wird eine ganz enge Kiste. Die sind sicherlich auch sehr ambitioniert, hier ihre Siege einzufahren. Und wir gucken uns hier einen Angriff von Tom an, auf die Nummer 4, auf Ari. Er kommt hier also zunächst mit einem Queen Walker, so ein bisschen Mix-Max die Truppen hier, mit Bolan und einen Babydrachen. Dann sehe ich da, oh, ich sehe da 6er Hoxen, die sind natürlich böse. Vor allen Dingen in so eine Base, wo du nicht unbedingt Infernos hast und der Gegner hatte hier an der Stelle keine Infernos. Aber auf der gegenüberliegenden Seite, boah, wie sind denn die Sprung hier gesetzt? Super, super, super Sache. Muss ich mal so sagen, also er war sich seiner Sache da dann schon sehr, sehr sicher, dass hier alles jetzt, das ist ein echt krasser Funnel gewesen, wirklich super gefunnelt. Und ja, dann ist natürlich der zweite Sprung hier ruhig im Voraus gesetzt, genau richtig gesetzt hier, denn die Riesen gehen weiter Def für Def hier durch, auch wenn die Queen hier jetzt sicherlich so ein bisschen was schafft, aber er kommt hier jetzt schon mit den Hox rein.
Und jetzt springen die Riesen mit den Bowlern hinten dran hier noch durch den Rest der Base. Und die Hawks sind jetzt in Heilung noch dabei. Also 6er Hawks hier durch diese Base. Ja, da haben die keine Schnitte, also die Defenses, so will ich es mal sagen. Und Babydrache super gesetzt hier gegen den X-Bogen, denn das wird der X-Bogen niemals schaffen, den Babydrachen hier runter zu ballern. Ja, na komm, ja, da ist er weg, siehst du? Also echt krasser und starker Angriff hier, auch wenn das so ein bisschen Mix-Max-Truppen sind. Der Gegner sicherlich an der Stelle noch nicht so super Max. Man sieht, dass hier außen die Mauern stehen, hier noch so ein bisschen verwahrlost, noch nicht eingebaut in diese Base hier. Und ich fand diesen Angriff wirklich, wirklich stark und das waren hier oben richtig gut verdiente Sterne. Vor allen Dingen haben hier auch, hat hier keiner aufgesteckt. Also hier wurden nach wie vor versucht, auch am Ende, auch wenn es so klar war, dass wir gewinnen, immer noch Sterne zu machen. Ja, wir wollen hier Sterne machen und das ist uns ja an der Stelle auch gelungen. Man sieht es auch am Ergebnis. 3 Sterne haben uns eigentlich nur zum Endergebnis hier gefehlt. Und ich glaube, den Schlusspunkt, den Gnadenstoß hat hier der Schulte dieser Base hier gegeben. Also auch wirklich, wirklich gut. Also ich habe es so genannt. Ja, das war der Gnadenstoß. Also hier ein RH11er ohne Infernos und mit wirklich nicht standesgemäßer RH11-Dev. Ihr habt das ja vielleicht mitbekommen. Supercell hat ja heute ein Blogpost rausgebracht, in dem es heißt, dass das Matchmaking verbessert wird. Das heißt, sie haben es auch im Auge und haben vor allen Dingen diese Engineered Bases hier im Blick und wollen dann auch solchen Clans, also die werden weiter existieren, aber sie werden vermehrt gegen ihresgleichen kämpfen müssen. Das heißt also, viele Engineered Bases in einem Clan spielen dann letztendlich Clankrieg gegen Engineered Bases Gegner. Und so welche, wie wir eigentlich hier sind, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, wir haben hier keine Engineered Bases drin bei uns. Die spielen dann nach wie vor gegen Gegner, die so ein bisschen ebenbürtig sind. Das heißt also, die Bases sehen relativ gleich aus. Der Gegner ist recht neutral, also wird da nicht stärker sein, nicht schwächer sein, sondern so ein bisschen, ich sag's immer so, auf Augenhöhe. Und das finde ich besonders gut. Also schaut euch den Blog bei Supercell an, was Clash of Clans angeht. Der Post kam, glaube ich, gestern und ich habe mir den auch zweimal durchgelesen und finde es wirklich, wirklich gut, dass in dem Bereich etwas getan wird. Also Matchmaking, na, es geht voran. Das lässt so ein bisschen hoffen, dass es hier auch fairer wird. Wie auch immer. Manchmal hast du ja Glück oder manchmal hast du Pech mit diesen Engineer-Geschichten, aber in der Regel sind die so ein kleines bisschen, ich will nicht sagen im Vorteil, aber leicht im Vorteil. Aber der Schulte hier hat dem Ding hier echt nochmal die Krone aufgesetzt mit seinem wirklich letzten Angriff. Ich glaube, es war der letzte Angriff dieses CKs hier. Ich habe ja, ihr habt es ja gesehen in meiner vorletzten Folge. Ich habe hier 2 Angriffe gemacht, keine Lotangriffe, sondern Übungsangriffe. Und jetzt gucken wir mal, wie es eigentlich um den Gegner hier steht. Ja, also My Team hier, echt krasse Sache. Alle dabei, wirklich gut am Start hier. Okay, der Dom hat hier nicht angegriffen, aber ich glaube, er war irgendwo verhindert. Und der Praver ist im Moment bei uns im True Warriors 1 Clan. Also er ist nicht weg, aber der Feind, ihr seht es hier. Ja, der hat sich während dieses CKs hier schon so ein bisschen verabschiedet und aufgelöst. Ja, vor allen Dingen der erste hier hat einen Stern auf Praver gemacht. Das kann ich gar nicht zeigen. Das ist so was von schlecht und war dann wahrscheinlich so wornig, dass er hier den 15. gemacht hat, den letzten. und hat da sogar verkackt. Also, ja, ihr seht das hier selber. Also richtig an den Rand. Na, nicht jetzt Verzweiflung gefahren, aber ja, schönes Ding hier vom True Warriors 2 Clan. Und ich denke, alle sind ja auf dem richtigen Weg. Wir sind ja aktuell wieder im CK. Aber ihr seht, es wird bockschwer. Denn der Gegner, ich muss mal gerade schauen, aus Bangladesch haut hier richtig rein. Wir haben allerdings auch erst 6 Angriffe und der Gegner schon 19. Ich gucke mal, ob ich schon gehalten habe. Ah, super. Schief barfuß. Okay, 3 Sterne kassiert. Wie sieht das hier oben aus? Oh, das geht noch. Ja, alles noch im Bereich dessen. Also, ich würde fast sagen, alles offen hier, hier unten auch. Ja, das sieht noch ganz gut aus. Ich sehe das gelassen.
denn wir sind auch eine starke Truppe und will hier die Def vom Ragnar. Ich zeig die Def vom Ragnar. Ragnar deft hier. Ihr müsst nur mit mir dran glauben. Ja, aber der Gegner, das ist so eine typische Kombi. Hier, wenn du echt Low-Helden hast, dann lockst du hier irgendwo die Clanburg. Ja, und der Gegner hat ja echt Low-Helden. Also typische, ich hätte fast gesagt, Bangladescher. Ja, Hauptsache, ich habe eine Queen und einen King und ein paar gute Truppen dabei. Und schafft vermutlich jetzt noch den Drachen. Mal sehen, ob er jetzt noch mit den Loons und mit den Hunden hier durch die Base kommt. Aber ich denke mal, schon. Die Feger stehen. Allerdings gar nicht mal so schlecht hier beim Ragnar. Er hat auch eine neue Base. Ich sehe das jetzt gerade. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Aber ihr seht das hier. Ja, der Gegner hat eigentlich Low-Helden und hat die Truppen recht stark. Und dann schaffst du womöglich gegen so eine Base auch ein paar mehr Sterne. Und da kommen die Feger hier noch in die Mitte. Und die Queen auch noch in die Mitte. Aber die Queen ist jetzt gerade down gegangen von den ganzen vielen Loons hier. Und ich denke mal, schafft der X-Bogen das noch? Der X-Bogen aus der Ferne. Und die paar, aber da hat er noch einen King am Start. Wird das eine Def vom Ragnar? Komm, X-Bogen, mach es. Mehr. Oh nee, der tankt da noch jetzt. Jawohl. Das wird nur ein Stern, denke ich mal. Das wird hier der King nicht reißen. Ja, dafür sind dann leider deine Helden zu low. So muss man sagen. Und so wird das hier nur ein Stern. Ganz, ganz sicher. Auf den Ragnar. Oh, mal gucken, ob die da noch durchkommen. Aber der X-Bogen ist noch da. Und auch der Magierturm hier. Die schützen auf jeden Fall das Rathaus. Und die Queen wird in jedem Fall, denke ich mal, nicht mehr so weit kommen. Auch die Lakaien werden das Rathaus jetzt nicht schaffen an der Stelle. Das werden die beiden Verteidigungen hier sicherlich machen. Jo, haben wir noch live reingekriegt hier. Super Sache. Freut mich. Und ja, wie gesagt, die Queen wird es hier nicht reißen, weil mit einer 5er Queen hier nicht mehr zündbar schaffst du einfach diese Defenses hier überhaupt nicht. Also wirklich, wirklich gar nicht. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Aber ihr habt es gesehen, der Gegner ist auch ein Clan Level 11. Ja? Also 4 gegen 11. Da weiß ich, ja, ich bin froh, dass Supercell was gegen dieses Matchmaking macht und an der Stelle ein bisschen zu den Spielern hinarbeitet. Denn das geht gar nicht hier. Das ist mal wieder, also wie gesagt, ich weiß nicht, woher es kommt. So, das war's für dich, Queen. Und tschüss. Na, 93% Pech gehabt, Gegner. So einfach. Tolle Sache hier. Freut mich, dass wir hier jetzt gerade wieder gedefft haben. Angriffe werde ich euch sicherlich zeigen aus diesem CK. Ich werde hier meine Angriffe auch im Laufe des Abends machen. Und ich hoffe, das hat euch trotzdem mir gefallen. Zweite Action aus diesem Clan hier. Also, wir sind nach wie vor gut dabei. Haben zwar nur einen Winstrike von 1, aber wir sind mal ehrlich. Wir gucken ins Kriegslog. Das sieht hier richtig beruhigend aus. Und bis dahin, ich war eigentlich schon am Ende. Euer Toto, Clash.